Ich komme jetzt hoch. Aus der Stadt Lünen, Herrn Hans-Wilhelm Stodolik und aus Bohlitze, Herrn Christopher Giadul. Die Kutsche wird geführt von Holger Kühl. Sind Emmy und Emmy und Valerie von der Kita Südmauer. Hallo Goiko. In der ersten Kutsche. Unser Ehrengast des heutigen Tages, Goiko Mitic. Er wird begleitet von, wie gesagt, den kleinen Südmauermäusen Emmy und Valerie, die als Maskottchen. Gelang ihm die Christianisierung Pommerns. Seine zweite Missionsreise führte ihn 1128 durch die Wien. Im Jahre 1140 wurde erstmals die pommersche Burg de Wien in der Bestätigungsschrift von Papst Innozenz II. Urkundlich erwähnt und gilt seither als Gründungsjahr. Dargestellt wird Otto von Bamberg von Hilmar Vatterroth. Direkt dahinter sehen Sie Herzog Wartislav mit seiner Gattin Ida, begleitet von Mönchen, Burgfrauen, Knappen und Reitern, die alle zusammen dargestellt werden, vom alten Reitsportverein und der Familie Gressler. Bei Herzog Wartislav handelt es sich um den Stammvater der Dynastie der Greifen, auch bekannt als Fürst der Pommern. Er förderte die Einführung des Christentums in Pommern. '1383 trat dem Mitte Hanse bei. Die Hanse ist die Bezeichnung für die zwischen Mitte des 12. Jahrhunderts und Mitte des 17. Jahrhunderts bestehenden Vereinigungen niederdeutscher Kaufleute, deren Ziel die Sicherheit der Überfahrt und die Vertretung gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen, besonders im Ausland, war. Die Hanse war nicht nur auf wirtschaftlichem, sondern auch auf politischem und kulturellem Gebiet ein wichtiger Faktor. Ein Transportmittel aus dieser Zeit haben wir bereits am Beginn des Festumzuges mit der Hansekogge gesehen. So, jetzt kommt. Jetzt kommt ein richtiger Augenschmaus. Die orientalische Tanzgruppe Saida. Es darf geklatscht werden. Mit seiner Gattin. Heinrich Karl von Schimmelmann, geboren am 13. Juli 1724. Ist es richtig, Herr von Schimmelmann? Ja, danke. Oh my God.
kleinen Frau Luise. Das zweite Pommersche Ulanenregiment. Er ist schon hier, ja, hier direkt am Tor. 1860 wurde der Minengarnison und der Garnisonsverein zeigt hier ein Modell des Ulan-Denkmals und wird begleitet vom Vorsitzenden des Garnisonsvereins, Peter Voss. Als nächstes haben wir Hans von Hohr, König Preußischer Major, 1863, Friedrich I.
Bahn. Aber schön, dass ihr hier seid. Klingelt schön. Ja, mach mal Lärm. Ja, super. Wenn Sie so eine Klingel hören, wissen wir genau, wer hinter Ihnen ist. Genau. Die Wiener Sportverein 91 e.V. ist auch hier vertreten. Und die BSG, die Wiener Verkehrsbetriebe, gleich hinten dran. Geht ja grün rüber. Wunderbar. Herzlich willkommen. Und jetzt kommt der Modellsportclub, die haben es vorhin schon mal gesehen, mit diesen tollen Flugzeugen. Und da kann man ja auch Schiffe haben, da kann man auch alles Mögliche, alles was sich da bewegt, per Funksteuerung, kann man in die Luft oder auf Wasser lassen. Und Ja,
Damen und Herren, ein bisschen die Gas. Die Aktion des Gemeindezusammenschlusses Politik und Bildung 2004 Landwirtschaft und Erntefest. Schauen Sie mal an, was heute auf dem Feld alles rund wird. Wahnsinn. Ich glaube, das ist noch gar keine Klimaanlage drin. Landwirt erzeugt im Jahr 1900 Jahre Nahrung für den Flur. 4 Personen. Aber wer ärgert ist, weiß nicht. Ja. Wir lassen uns einfach nur mal was zu machen. Das ist ja cool, der hinten. Jedenfalls klasse aus, der Wagen. Immer wieder gut. Ganz, ganz wichtig. So, da ist ein großes Wohnmobil. Immer so mein Traum, mit dem Wohnmobil mal durch die Gegend zu fahren. Aber wird vielleicht auch mein Traum bleiben. Weiß ich nicht. Egal. Aber jedenfalls sieht es schön aus. Sehr schön groß. Bestimmt auch sehr geräumig. Ah, okay. So, das sind die Oldtimer. Aus dem Höhen der Oldtimer. So, jetzt habe ich es geschafft. Und das ist das Tolle, sie bilden sogar noch aus. Also auch aus den Dingen, gucken wir es an. Jawohl. Und die Rasse Kaninchen, der Schussverein e.V. Emsland. Genau. Ja, haben wir schon eingegeben. Toll, Mann, toll. Super. Aber nicht vergessen! Auf dem Haus
Schaffen doch. Also das kann die wirklich machen. Ja, da ist natürlich auch der Regenverein Blau-Weiß. Ja, die liegt hier auch weiß. Blau-Weiß. Das kann auch super. Dann haben wir hier. Nochmal ewig, so dass wir schon warm gehabt und wieder am Boden hochspannen. Also ihr könnt die anpacken, arbeiten und so weiter. Wenn ihr mal wieder ein bisschen klappt, dann können wir noch so ganz klar. Außenhaus für die Hilfe in Berlin ist dieser schlüssige Radio. Das kann ich natürlich nicht verstehen. Wer bitte? Dieser Lexus da vorne, der hat knappe 500 PS, meine Damen und Herren. Die will er jetzt aber nicht ausfahren, der sieht gut aus. Mann, Mann. Okay. VW, Federer. Genau, hier, auch aus dem Gewicht. Und Stockerhammer. Genau. 2015 bis 2015. Das Reisebüro, die Miete ist auch vertreten. Alles zum Reisebüro. Eisen, Verarbeitungsplanung, Montage, Eisenbahn, Werkzeuge, los geht's. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt hier nochmal ein kleiner Höhepunkt. Der Garnisonsverein der Miete e.V. Einen richtig schönen großen Applaus bitte. Ben Dieter. Jawohl. Wenn dieser Fest und zur Ruhe kommt, dann ist es komplett organisiert. Liebe Damen und Herren, bei allen Mitgliedern, danke und ihre Unterstützung. Und wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende, viel Spaß. Die Sonne ist wieder oben, und wir treffen uns an einem wunderschönen Tag hier. Bitten, wir sind alle mit uns hier oben. Hier ist ein riesiger Treffender, viel Glück. Und wenn ihr sagt, ich bin noch alle anderen, dann warte ich mich. Freunde, das war einfach schön. Na, nicht aufhören. Na, gut. Wir gehen.